Von Microsoft gibt es einen neuen Browser. Er wird derzeit über die Update-Funktion ausgeliefert und wird so früher oder später auch auf Ihrem Windows-PC auftauchen. Etwas ist gleich geblieben. Der Browser heißt immer noch Edge. Doch abgesehen vom Namen ist alles anders. Das ist der Edge-Browser, wie wir ihn kennen. Ein flinkes und einfach zu benutzendes Programm fürs Surfen im Netz. Das ist der Edge-Browser nach dem Update. Als erstes fällt die neue Startseite auf, die Sie über das Zahnrad-Symbol anpassen dürfen. Sie können beispielsweise auch Nachrichtenschlagzeilen einblenden oder aber auf ein schlichteres Design umschalten. Als zweites fällt auf, dass sich die Oberfläche stark verändert hat. Sie erinnert jetzt sehr an Chrome, den Browser von Google. Google verweist hier auf eigene Dienste und das tut Microsoft hier ebenso. Und auch das Menü am rechten Rand ist fast mit identischen Befehlen bestückt. Das ist kein Zufall. Microsoft entwickelt seinen Browser nicht mehr von Grund auf selbst. Stattdessen verwendet Edge einen Großteil des Programmcodes von Chrome, dem Browser von Google. Das ist deswegen möglich, weil Google diesen Programmcode über das Chromium-Projekt öffentlich zur Verfügung stellt. Für Microsoft hat das einen offensichtlichen Vorteil. Es macht weniger Aufwand, den Browser weiterzuentwickeln, wenn Google einen Großteil der Arbeit erledigt. Für uns Anwender ist das ein Rückschritt. Es gibt eine Alternative weniger zu Chrome. Effektiv bleibt nur noch Firefox übrig. Ein paar Vorteile gibt es allerdings auch. Edge ist besser auf Windows abgestimmt und auf Tablets angenehmer zu benutzen. Und er wird über die Update-Funktion aktuell gehalten, was vor allem für Unternehmen praktisch ist. Wenn Sie bislang Chrome benutzt haben, können Sie Ihre Abhängigkeit von Google verringern. Das Synchronisieren Ihrer Browserdaten über mehrere Geräte hinweg geschieht bei Edge über Ihren Microsoft-Account. Und das reduziert den Datenfußabdruck bei Google. Microsoft stellt mehr Funktionen zum Datenschutz bereit. In den Einstellungen bei Datenschutz und Dienste stellen Sie ein, wie stark Sie sich vor dem Tracking schützen wollen. Allerdings hat auch Microsoft selbst ein hohes Interesse an Ihren Daten. Hier unten bei Web-Umgebung personalisieren sehen Sie, dass Microsoft Ihren Browserverlauf auswerten will. Das dürfen Sie aber verweigern. Darum bleibt es dabei. Zum Schutz der Privatsphäre ist Firefox nach wie vor die beste und sicherste Wahl. Ein letzter Tipp. Standardmäßig sucht Edge mit Microsofts Suchmaschine Bing. Wenn Sie Google den Vorzug geben möchten, dann klicken Sie in den Einstellungen auf Datenschutz und Dienste. Hier unten gibt es den Punkt Adressleiste. Über den schalten Sie auf Google um oder aber auf DuckDuckGo oder Ecosia, wenn Ihnen eine dieser Suchmaschinen lieber ist.